wanna know who I do it for. Bitch, I do it for my hometown. I suicide by my city. That means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Servus Leute, Chiller hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay hier auf Arkaden. Es ist mal wieder eine kleine S&D. Ne? Der Hund ist motiviert, aber die Begrüßung war jetzt leider nicht so toll, weil das geht leider nur so. Servus Leute, Reflex hier und herzlich willkommen zu einem neuen Duel. Also ich finde meine war besser, ne? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, jetzt kommt aber so Fairboys. Na, eigentlich war meine besser, ich weiß ganz genau. Aber nee, egal. Nee. Ja, okay, wir wissen es alle. Wir wissen alle, welche besser war, ne? Ja, ich kann damit leben, gell? Ja, so ist es nicht. Wenigstens kann er es akzeptieren, gell? Also, Kompliment. Es sind Unterstellungen da. Unglaublich. Wir sagen jetzt erstmal kurz was zum Gameplay. Also ich. Genau. Du hast ja sowieso nichts zu sagen. Also, gut. Gut. Wie ihr seht, wir spielen jetzt uns zerstören auf Arkaden. Und wenn ihr euch schon gewundert habt, warum ich gesagt habe, eine SND-Moab, obwohl ich hier mit Schild spiele. Und es sieht ja eigentlich ziemlich danach aus, als ob ich hier supporte und eben nicht auf Moab gehe. Und zwar war das richtig lustig. Also ohne Witz, das war vor locker 8 Monaten, oder? Das Gameplay. Ja, Kumpen. Ohne Witz. Ich hatte, damals haben wir zusammen eigentlich ziemlich viele auf SND-Mobs gespielt, hatten da irgendwie ziemlich Lust drauf. Mit Abonnenten zusammen ist immer einer auf Moab gegangen und ja, früher haben wir eigentlich allgemein ziemlich viel zusammen gespielt, bevor irgendwas passiert ist, worauf wir nachher noch kurz kommen. Und ja, in dem Gameplay hier bist du auf Moab gegangen, ne? Also erzähl mal. Ach so, ich? Na, ich dachte, wir wollten irgendwie so den geilen Start für dich hinlegen und da dachte ich, na, sterbe ich am Anfang mal gleich, dass da die Anfangsaktion für dich geiler ausschaut, aber ist dann doch nicht worden. Ist ein geiles Gameplay, wirklich. Danke an dich, dass du so so nicht, selbstlos so, einfach, gell? So nicht MLG-haft bist. Ja, das gerne, wirklich, top, super. Ja, sag mal, was du so gemacht hast und so. Was ich da im Gameplay gemacht habe, oder was willst du jetzt von mir? Sag mal, du 88 da. Ich will viel von dir, haha. Ach so, okay, gut. Na, also, ja, eben zum Gameplay, da haben wir noch öfters zusammen gespielt. Das war sozusagen die Anfangszeit von Modern Warfare 3. Wo MW3 noch gut war, also wo wir es wirklich noch gemacht haben, ja. Genau, da hat es noch Bock gemacht, da ist frisch rausgekommen, kann man sagen. Ja, zur Vorgeschichte, wann haben wir angefangen? 3 Monate vor MW3 haben wir uns kennengelernt. Jo. Sozusagen. Das waren so die Anfänge und dann haben wir so das erste Duel gemacht und so und dann so angefangen, ein paar Commentaries zusammen gemacht eben. Ja, also wir kennen uns wirklich schon richtig lange. Ich habe ihn mal angeschrieben damals, ob er mal ein Duel machen wollte. Damals hatte ich noch mehr Abonnenten, wohlgemerkt. Dann, damals, ja. Ja, damals, heute wollen wir ja nicht drüber reden. Komm. Auf jeden Fall hab ich ihn da so angeschrieben vor Release von MW3, ob er mal mit mir ein Duel machen will. Und ja, das war vor Release, oder? Ja, war vor Release, glaube ich, so 2-3 Wochen oder so. Ja, irgendwie sowas. Dann hast du durch den MW3-Hype, weil du es eben ein bisschen früher bekommen hast, wirklich einige Abonnenten und ja, eben Zuschauer bekommen. Natürlich sind jetzt ein paar davon inaktiv geworden, weil eben wegen dem ganzen Hype. Ja, ein paar sind inaktiv. Ja, das ist drei Viertel so einfach. Das ist wegen was anderem noch. Dann haben wir eben ziemlich viel zusammen gezockt, ein paar Videos gemacht. Und wir waren ja sogar Partner, also so richtig voll homo. So full homo einfach nur, ja. Ist so. Und wir haben also wirklich mit Verlinkung. Haftbefehl-Style. Und wir haben wirklich ziemlich viel zusammen gemacht. Wenn ihr ihn noch kennt, dann habt ihr wirklich richtig, richtig, richtig fette. Sag du was? Irgendein Wort? Eier, Cojones, können wir jetzt bauen wir das Spanisch, ey. Wir sagen jetzt Chitin-Eier, okay? Okay, sagen wir es so. Ja, weil die sind ziemlich hart. Richtig so, fette Eier in der Hose, keine Ahnung, irgendwie senseless. Aber lass mal, weil wirklich, das ist schon ziemlich lange her, denn du hattest ja ein Internetausfall, also keine Ahnung, 5 Monate oder so war es. Ja, das war halt ziemlich bitter, wenn so einfach vor einem Tag auf dem anderen so 5 Monate das Internet weg ist. Man kann nicht mal so irgendwie Verabschiedungsvideo machen oder sonst irgendwas. Na, war einfach weg. Und ja, durch die Aktion sind halt dann auch noch einige Abonnenten inaktiv geworden. Kann man nichts machen, ist einmal so. Ja, das ist einfach wirklich so, wenn man irgendwie mal, ich merke es bei mir sogar auch, ich habe jetzt mal vor kurzem so einen Monat oder so ein bisschen kürzer eine Pause gemacht. Ja. Das merkt man wirklich richtig krass, weil dann sind schon einige Abonnenten inaktiv, weil es läuft ja immer so, dass in Call of Duty kommen natürlich immer mehr Leute dazu und auch gehen natürlich auch mal wieder ein paar Leute und schauen sich Videos nicht mehr an oder der Account wird gehackt oder verlieren ihr Passwort und so. Und wenn man eben normale Call of Duty Videos macht, dann ist es eigentlich normal, dass man Abonnentenzuwachs eben hat und ja. Meistens ist es dann so, dass man eben mehr Aktive bekommt als Inaktive, aber bei dir ist es jetzt eben so, wenn man ewig nichts macht,
dann verliert man eben einfach einen Zuschauer und hat dann, wenn man zurückkommt, einfach nur noch übelst wenig. Das ist Ja, nicht, 5 Monate ist ja ja. wirklich eine lange Zeit für inaktive Zeit, sage ich jetzt mal. Es ist so eine halbe Ära eines Call of Duty Imperiums, sage ich jetzt mal. Ja, ist wirklich so, ey. Ja. Ohne jetzt 5 Monate. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich gemacht habe. Wie habe ich das überhaupt ausgehalten? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich konnte ja nicht mal YouTube schauen, was du da gemacht hast, was du da abgeliefert Könntest hast. du mir nicht mal schreiben, dass du irgendwie. Ich wusste es 2 Monate lang oder so Nix. nicht mal, ne? Das ist ja nicht einmal so ein Mist wie Facebook gegangen, also Okay. traumhaft. Ohne Witz, ohne Facebook, boah, geht gar nichts, ne? Ja, das war super Zeit. Da wartet man so auf die Google-Startseite, wartet man mal so instant 3 Minuten. Also, das Ja, ist Spaß, du das hattest eine muss man nicht ehrlich sagen. 100 kB-Leitung irgendwie oder sowas, gell? Nein, 1,7. Ah, nee, ich meine, wo die Ersatzleitung wäre oder was? Ja, die Ersatzleitung war so 1,7 Kilobit. Also, da wo manche von euch so 100.000 haben, habe ich 100.000 1,7 Megabyte, gehabt. ne, muss man sagen. Ja, Megabit. also, es war super, super Zeit. Ja, glaube ich dir sogar Schön, dass noch. vorbei ist, gell? Nee, warum denn? Gut, jetzt wollte ich gerade eben was sagen. Ne? Ah, genau. Und zwar was richtig hart ist. Also du lebst ja in Bayern, ne? Haben wir ja schon Ja. gesagt. Nee, haben wir noch nicht gesagt. Na, haben wir noch nicht gesagt, Nee. aber vielleicht so die aktiv zuhörenden, kennenden Abonnenten, die könnten es vielleicht raushören, also. Aber auch nur wirklich wenige. Ich glaube nicht, dass irgendwie der Großteil Nur das die gemerkt hat. ganz Geübten, also wirklich. Ist echt so. Auf jeden Fall, du lebst ja so ein bisschen auf dem Land, ne? Ja, kann man eigentlich so sagen, ja. Ja, und es ist dann eben so, dass da eben wenn es überhaupt Internet gibt, ich meine, manchmal gibt es auf dem Land überhaupt kein Internet. Und wenn es es gibt, dann ist Ja. es eben ziemlich teuer, ne? Also, ja, ich muss mal so sagen, so, wenn man ein bisschen außerhalb vom Ort wohnt, ich meine, im Ort gibt es auch so Kabel Deutschland und so 30K-Leitung, alles kein Problem. Aber wenn man dann so ein bisschen außerhalb wohnt, so nur so 2-3 Kilometer, dann zahlen wir halt für so eine scheiß 3K-Leitung mal so bis zu 400 Euro im Das ist Monat. so krass, ne? Bei mir für eine 50.000 Leitung. Ich würde 50 € zahlen mit Telefon und alles zusammen. Ja, da ist alles dabei und mir Das, nur für und dann Internet so. du für eine 2,5er Leitung. 400 €! Fuck you, Mann! Ja. Ganz ehrlich, Das muss man erleben, gell? was soll man damit? Ich meine, du hast die Kohle, ne? Ja, vermietet irgendwie, ihr habt so ein Ja, genau. Ferienhaus, was weiß ich. So. Also, ich Ja, aber meine. ich meine, es ist ja super, bei uns gibt es ja nicht einmal Handyempfang, also. Ja, das ist richtig schlimm, ey. Ohne Witz, für mich wäre das nichts, meine. Ich würde da, glaube ich, mir irgendeine Wohnung in Dingen kaufen und in der So Stadt. Salzburg wäre schon so, wär wirklich schön, so Glasfaser und so, aber Ja, ist vor halt allem dann auch nicht für wert, gell? 300 € oder 350, keine Ahnung, wie viel du so zahlst. Ey, das ist doch. Da könnte man sich so verdammt viel leisten in der Stadt. Guck mal, da könnte man sich für 50 € im Monat, könnte man sich da Internet kaufen. Dann könnte man ins Fitness gehen für 20, 30 im Monat. Da Ja, könnte genau, schau, da man. baust du eine WG auf oder so, da legst dann schön zusammen oder so, dann ist die Miete auch nicht mehr so viel. Ohne Witz, Alter, da kann man so viel machen mit dem Geld, was du jetzt für die kleine Internetleitung zahlen musst, ey. Hey, Oh Mann. ich habe einen besseren Upload wie du, gell, so ist Ey, Digga, halt die Fresse bald nicht mehr, gell? Ich komm gleich zu dir nach ne? Hause, ne? Ich schwör. I don't think so. I don't think so. Schwör, Digga. Schwör, Was? Digga. Schwör, Digga. Ich bring dich schon mal, da komm her, Mann. Ich schwör, ich schwör. Jetzt können wir das sei. Nein, Ich kann. das ist anders. Ist anders, okay. Ich glaube dir Okay. das. Ja, hier, Gameplay, ne? Also man sieht, du hast dich dann irgendwann immer selber umgebracht, dass ich die Waffe von dir Ja, bekomme. dass du die Waffe hast, gell? Und das war ja so, ich hatte da glaube ich dann gar kein Schildset dabei, weil Ja. meine Selbstlosigkeit hat ja gar nicht dran gedacht, dass ich da so am Anfang gleich sterben könnte oder so und da eine gewisse andere Person da auf Moab Street gehen könnte. Ich habe unwitzig, hab mich so gefeiert, Alter. Ich habe da einfach nur noch gelacht. Ne, die ganze Zeit sind irgendwie alle gestorben. Da war nur noch ich und der A1. Hast du eigentlich noch Kontakt mit dem? A017. Boah, ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt vor 2 Monaten oder so das Internet wieder backkriegt und da habe ich noch nicht so viel gezockt, weil es gibt ja auch Leute, die sich dann einfach mal so in die Sommerferien das Handgelenk brechen. Später. Okay. Ja, und keine Ahnung, ich habe da einfach, wo ich letzte überlebte, war ich habe immer so gelacht, keine Ahnung warum, keine Ahnung, instant halt. Sinnlos und so, aber. So Instant-Freude aufbaut, genau. Ich weiß auch nicht, warum ich das Wort halt so oft sage. Auf jeden Fall, keine Ahnung, keine Ahnung. Helf mir weiter, keine Ahnung, keine Ja, Ahnung. Instant kann man Instant oft sagen, also ist überhaupt kein Problem, ne, ganz ehrlich. Keine Ahnung, okay, keine Ahnung. Ja, hier, ihr seht natürlich, ich schimmel hier ein bisschen so im Spawn rum. Ja, keine Ahnung, ich wollte eben nicht sterben, keine Ahnung halt, keine Ahnung. Achso, keine Ahnung, ja, keine Aber Ahnung. daran kann ich auch einen Remix machen, ne? Du Ja, man kann Remix weißt. draus machen, genau, es ist super Idee. Nee, also Leute, wenn ihr ihn so ja, ganz nett findet und so, schaut auf jeden Fall mal auf seinen Kanal vorbei. Ich werde eine Verlinkung ins Bild machen und Ganz nett findet, haben wir da irgendwie eine Partnerbörse, sag einmal, oder? ja, E-Darling halt. Über E-Darling Ja. habe ich auch Rafa von X-Ray Atomic kennengelernt. Partner mit Niveau, oder? Nö.
Doch nicht. Ohne. Schade eigentlich. Aber. Ohne Niveau. Warte mal eben. Oh, okay, hier ist Gameplay ausgefallen. Also, siehst du gerade, ich habe ja noch Partner übertragen. Ja, ich sehe gerade so bei Skype so mit. Ja, da war eine Host Migration und ich muss jetzt eben das neue laden. Ich habe das gar nicht gesehen, sonst hätte ich es natürlich rausgeschnitten, aber jetzt ist es halt drinnen. Pff, Wayne, Trollolol. lass mal halt drinnen, Ist ja wurscht. ne? Bitte kommen wir. Also. Scheiß drauf. Ja, und wir werden auf jeden Fall wieder in Zukunft ein paar Videos zusammen machen. Zum Beispiel Reflex versus Chiller. Genau. Das ist eigentlich so ein Projekt, das haben wir schon, ich glaube mittlerweile, wie lange ist schon ja? 5, 6 Monate? Einiges, ja. Haben wir das irgendwie so geplant und dann ist eben die Aktion beim Internet gekommen und das ist dann wieder eine lange Zeit gewesen. Aber das ist auf jeden Fall so eine Aktion, die jetzt dann bei demnächst kommt. Ja, das war, ja, erklär mal eben, was wir da so machen wollten eigentlich. Ja, Reflex vs. Chiller, also auf meinem Kanal gibt es bis jetzt eine Episode, es war Reflex vs. Dax. Das war jetzt so eine Episode, da ging es darum, wer schafft es in einem Team Deathmatch öfters zu sterben. Das ist ja Also quasi so. richtig, richtig skill-based. Ja, ist richtig skill-based einfach nur. Und ja, und da schauen wir uns halt dann irgendeine Aufgabe für Reflex vs. Chiller. Die wird meistens auch von den Abonnenten ausgesucht, die Ausgabe. Also Kreativität ist da gefragt. Und genau das ist das nächste Projekt, was wir schauen, was wir über die Bühne bringen. Genau. Und ja, mal kurz noch so zu meinen Serien, die ich in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt habe, sag ich mal. Die, die mich schon etwas länger kennen, ich glaube, ich habe das. Wie lange habe ich jetzt Random Class Generator und Go Oldschool schon nicht mehr Boah, gemacht? Random Class Generator, ich glaube, da hast insgesamt erst 2 oder 3 Episoden gemacht, oder? Vier. 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 4! Oh, Ja. Entschuldigung. Das ist krass, gell? Und na, es ist auch schon ewig lange. Ja gut, ich weiß ja nicht, was du in die 5 Monate gemacht hast in meiner AFK-Zeit. Keine Ich Ahnung. dachte, du hast dir alle Videos nochmal angeschaut hier. Ja, im Das kann es ja Nachhinein nicht wäre ich sein. ja jetzt noch nicht fertig, oder? So meine komplette Abo-Box durchschauen, so Ja, vor 5 Monaten. ich dachte, so einer bist du hier. So no life like, oder? Ja, ich meine, wenn man sich schon ins Handgelenk bricht, ich meine. Ja, es ist ja so, dass man ein Praktikum beenden kann, noch 4 Wochen Sommerferien übrig hat und sich dann mal das Handgelenk bricht. Ja, Also. wenn man einfach so mal, gehen wir mal von einer imaginären Person aus, die irgendwie ein bisschen nicht so ganz dicht im Kopf ist, die irgendwie ewig lang Schule am Stück hatte, direkt dann 4 Wochen, wie lang war das Praktikum? 4 Wochen, gell? Ja, 4 Wochen, ja. 4 Wochen Praktikum, 8 Stunden Arbeit und dafür erstmal nichts, kein Geld bekommen. Kein Geld bekommen, weil es ja Praktikum ist und für Praktikum bekommt man kein Geld. Ja, dann hast du mal zwei, keine Ahnung, wie Ja, lange. dann hätten wir mal 4 Wochen frei, aber na, es gibt ja Leute, Zwei, die drei brechen Tage sich oder das so, ne? Handgelenk. Zwei, drei Tage hast du Ja. dann ganz gechillt und so, Ferien eben. Und dann, Tja, passiert. ja. Handgelenk durch, egal. Ja, Bock, jetzt kann man einfach mal so chillig irgendwie 12 Monate in I Big Gips Ja haben. gut, 12 Monate wäre schon relativ lang, würde ich Monate! sagen, oder so. Okay, ich meine Wochen. Wochen, ja, geht, ja. Dann laufen wir so mit 12 Wochen Gips rum. Alles Mögliche, ja. Aber zocken geht, das haben wir heute schon erfolgreich festgestellt. Cool Story, Also Bruh, so, würde ich sagen. so einigermaßen. Ja, wir haben heute ein kleines Live-Con gemacht zu dir, bei dir Genau, auf dem Kanal. so mit Krüppelhandkamera und so, also Ja, auch also, ziemlich nice. wenn ihr mal sehen wollt, wie der spielt, mit einer Hand Gips komplett, hier auch Daumen und so eingegipst, also kann eigentlich nichts machen. Und mit der anderen Hand, ja, ganz normal eben mit Cam drauf und dann Live-Commentary mit mir zusammen, dann, ja, werden wir auch mal verlinken, oder? Kann ich machen. Genau, verlinkt man mal Ja. dazu, nicht? Ja, Ja, ist ganz lustig gewesen. das hat schon passt auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dazu sagen kann, dass man in ein oder anderem Spiel auch besser war wie manche andere Personen, die 2 gesunde Hände zur Verfügung haben. Ja, ich möchte dich nicht verurteilen. Ich glaube, unsere Zeit ist zu Ende. Ja, lang dauert es nicht wirklich. Ja. Ich habe die Morbid schon. Ich glaube, ich wollte die Runde hier noch verlieren. Dass ich dann eben die volle 6 Kills bekomme, welche ich wahrscheinlich dann trotzdem nicht bekomme, weil alle liefen. Bin ich mir Ja, gar nicht mehr genau sicher, das. ich habe es mir nicht mehr angeschaut, keine Ahnung. Das Und waren so die taktischen Grundlagen, genau. ja, nochmal kurz zu meinen Serien, die ich jetzt wieder anfangen werde. In Black Ops werde ich auf jeden Fall neue Serien machen und auch die alten immer wieder aufnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede 2 Wochen eine Serie raushauen muss. Ich meine, ich finde es einfach cool, viele Serien zu haben, weil dann kann ich immer das machen, auf was ich gerade Bock habe und muss nicht irgendwas machen. Zum Beispiel, wenn ich gerade keine Lust auf ein Live-Commentary habe, dann muss ich nicht unbedingt ein Live-Commentary machen. Go Old School oder Random Class Generator oder so. Ich werde übrigens auch mal nachkommentierte Go Old Schools machen, also wenn ihr das wollt, ja. Ja, aber nur wenn ihr Oh, es wollt. ja, sonst nicht, ne? Also ich mache jetzt sowieso nur das, was ihr mögt, ne? Genau. Oh Mann, ist das ein geiles Duel.
Unbeschreiblich so. Absolut vorbereitet und hallo hier. Leute, die es bis jetzt ausgehalten habt, schreibt mal in die Kommentare, was für Fans ihr seid. Also von welchem Verein Fußball meine ich jetzt. Du bist ja Chelsea-Fan hier. Chelsea, London bis in den Tod, Alter. Und da können wir mal die ganzen Bayern-Pisser jetzt am Buckel runterrutschen. Ist echt so, Mann. Ist so, ist Der so. Sieg war so dermaßen verdient im Finale, ihr könnt es nicht glauben. Übelst verdient, meine, richtig Ja, verdient. ey, das war die Rache für die letzten 4 Jahre. Bayern darf auch mal ein bisschen Pech Vize. haben und da können wir mal Chelsea so ein Finale. Nee, Scheiß ich drauf. fand's auch gut, dass sie verloren haben. Ganz Danke. ehrlich, Mann, das ist jetzt übelst deutschlandfeindlich und so, aber ich find's einfach gut. Na, die Bank ist eingedruckt. Aus. Ja, und ja, ich bin Stuttgart-Fan. Wie an meinen. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, haut rein. Bis morgen. Morgen kommt wieder ein Video und ja, sag du noch irgendwas. Ja, okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, Chelsea bis in die Tode, habt ihr es gerade gehört, gell? Also ganz klar. Und ja, danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Reflex. Verplantestes Duel ever. Das hat schon gepasst. Egal. Na, würde ich gar nicht, Mann. Egal. Egal. Ich hab keine Lust, das neu zu machen. Was? Jo, MP3.